Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Enzo Dino The Sunderland. Und wir beenden die Saison. Muss kurz gucken. Das wird schon noch alles. Wir vertrösten ja nochmal. Und wir beenden mal die Saison. Der Vorstand ist auch nicht zufrieden mit der letzten dieser Saison. Spielermitarbeiter haben enormen Respekt vor ihnen und sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht. Wir würden uns freuen, dich zusammen begrüßen zu dürfen. Ja. Wenn nicht ich, wer dann, ne? So, Beginn der zweiten Saison und Turniervorbereitung. European Shield. Saragossa, Nürnberg. Nein. Das hat mich auch nicht. Kohle mitnehmen würde, ne? Nummer 6 ist schon Nummer. Und das machen wir auch. Geht. So, und wir gucken mal, ob schon die Vorgaben feststehen. Das sollten sie zumindest. Emirates 32 im EFL Championship Mittelfeldplatz belegen. Verpflichte 4 Spieler in der Jugendakademie, Torwart, Verteidiger. 2 Saison, 2 Spieler aus der Jugendakademie. Hier 7 Spiele ohne Gegentor in Ligaheimspielen. Verpflichte einen jungen Spieler. Okay. FA. Die Saison mit vollständig ausgegeben. Was? Verkaufe 2 Spieler und verpflichte 2 Schlüsselspieler als Ersatz. Werden die Saison mit vollständig ausgegebenen Transferbudget. Das nenne ich mal eine Ansage. Auf einfach die Kohle ausgeben. Oh, guck mal, 17 Millionen. Kann man auch schon arbeiten, ne? Müssen mal gucken, wir haben auf der Transferliste schon so ein paar. Und EFL bedeutet ja für uns zweite Liga. Damit müssen wir was machen. Joao Pedro, Stärke 78. Muss ich mal reinziehen, wir haben den von mit Stärke 69. Der absolute Wahnsinn. Machen wir jetzt mal Gedanken, wo wir verbessern wollen, weil wir haben ja ein bisschen Knete übrig und wir dürfen hier ausgehen. So, ich habe das ablösefrei und zwar war einmal Sergio Romero frei. Genau, er was. Den habe ich auch für umsonst. Das kann man ja mal machen. So, dann gehe ich aber erstmal. Training in die Spieler rein. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt geht's los.
Erhöhung des Transferbudgets, jawohl. Leihangebot für Schuster muss ich mir angucken. Upsala. Ja, zweites Thema. Bandspieler, ein paar auf die Leihliste gesetzt, ein paar zum Verkauf. Mal schauen. Eng wurde ausgeliehen, Beckett ausgeliehen. Kurz gucken. Ach ja, genau, die Rangers. Okay, ausgeliehen. Thompson ist angekommen. Jewel Ward. Was ist der Pena? Jetzt jawohl, da gucken wir gleich nochmal rein. Ja, einiges dazugekommen. Vielleicht haben wir auch hier gleich die Möglichkeit, was umzubauen. 30 Jahre. 25. Er wird uns wahrscheinlich schon helfen. Aber er kriegt noch eine neue Position. Dann das soll für ihn nicht so bleiben. Ich denke, dass er. Linke Position kriegen wir. Oben links, linke Flanke. Wir schauen mal, wie lange er die braucht zu erlernen. Jupp, 2 Wochen brauche ich die zu erlernen. Das passt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann gehen wir zum ersten Testspiel. Zumindest ein Transferangebot. So, man sollte bedenken, der kam für 0 Euro. Letzte Saison einfach so verpflichtet. Der hat jetzt mal ein bisschen verloren, aber es nimmt an. Bernhard Schuster. Hey, und zum Kauf, das können wir, glaube ich. So, erstes Spiel geht direkt in die Schnellsimulation. Nicht schön. 2:1 verloren. Nächstes Transferangebot für Gooch. Den habe ich, glaube ich, auch auf die Transferliste gesetzt. 25 rechts, links. Nee, das kann, glaube ich, keinen adäquaten Ersatz haben. Nein. So, unser Star-Tor wartet drin, Romero. Und wir hoffen, dass wir das Spiel gewinnen in der Schnellsimulation. So ist es. Trotz einer roten Karte ist aber verkraftbar, denke ich. Ja, Figuera verkauft. Den Monat gibt's aufs Konto. Das passt. So, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wo ich noch und wo ich mein Geld ausgeben will. 18 Miller. Denke Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld und vielleicht rechte und linke Verteidigung. Dann testen wir uns erstmal weiter vor zum nächsten Spiel, was wir auch hoffentlich dringend gewinnen. Dann sind wir nämlich eine Runde weiter. Leihangebot mit Kaufoption ist einfach keine. Das mache ich nicht. Keine Chance. Ausleihen ja mit Kaufoption.
So, in diesem Spiel gehen wir in die normale Simulation. Da ich das schon gerne gewinnen möchte, denn wir brauchen noch das Geld. Der So. Schiri hat ihr drittes Gruppenspiel angepfiffen. Los geht's also. Eine interessante Konstellation, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Ja, wo da geht Ball ist was? wieder weg. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Bailey Wright. Das gibt Einwurf. Eva Fossum. Vrančić. Bailey Wright. Ah, schade. Eva Fossum. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Immer wieder Geht irgendwie diese noch nicht so schönen viel zusammen, habe ich Passstaffetten. das Gefühl. Sauber vom Ball getrennt hier. Pass Ah, kommt schon nicht wieder ein an, das Wurf. muss Einwurf geben. Eva Fossum. Das könnte was werden. Oha. Ernst nehmende Macht er das Chance? Tor? Naja. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Jetzt Es müssen sie fehlt aber Vollgas wirklich nicht geben. viel und er hätte jubeln können. Vrančić. Sie drängen, Ah, sie Mann, drücken, sie ey. wollen die Das kann doch Führung, nicht wahr aber sie sein. lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das war Pech, das ist Abseits. Ballverlust. Der Ball kommt hoch rein. So, und jetzt muss aber Ja, was könnte was passieren vorne. werden. Zack, Schon die Chance jawoll. jetzt. Und da ist der Ball zum So ersten muss Mal es im sein. Netz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt hoffe ich, dass Jetzt noch eins könnte das irgendwie Spiel hinterherkommt und richtig dann Fahrt werden aufnehmen. wir direkt zum Ende gehen. 65% Ballbesitz, sehr schön. Das passt. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine, kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Vrančić. Bailey Wright. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Lies und Suster werde ich mal auswechseln. Und Gefährlich zack. jetzt. Na, einmal Das frei. Tor sorgt hier erstmal für klare So, und dann kann Verhältnisse. ich auch Und mit gleich dieser zum Führung im Ende Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel springen. aufziehen. Das müsste dann nämlich so Hier steht es passen. 2 zu 0. Zum Sieht Ergebnis ab. 2-1. Das passt. So, ein bisschen Turnierpreisgeld haben wir jetzt schon abgegriffen. Leihangebot zurückgezogen. Jawohl, da gab es noch mal. Mannschaft. Ach Mensch. Immer das Gleiche. Feldspieler suchen. Aber ich plane schon irgendwo so ein bisschen mit Schuster. So, habe ich vergessen. Können wir noch einen Spieler wieder einwechseln? Da gehen wir aber gleich in Simulation. Wäre schön, wenn wir es gewinnen. Wenn es dann nicht so ist, dann ist das eben so.
Ihr gewinnt's. Sehr schön. Das bedeutet jetzt Finale. So, die Leihe mit Kaufoption habe ich hier angenommen. Also zumindest lasse ich die gerade delegieren. 1,2 in Preisgeld. Hoffen wir mal, dass wir das Finale stemmen. Das wird sehr schön. So, dann schauen wir mal, ob wir mit einem Sieg gegen La Spezia unseren ersten Pokal hier gewinnen. Nach Elfmeterschießen. Okay. Gewonnen ist gewonnen. Bin ich mit zufrieden. Ich denke, waren ein paar gute Vorbereitungsspiele. So, wir haben 20 Millionen, die wir ausgeben können. Ich hätte noch ein paar freie Spieler beobachtet, die ich wohl auch verpflichten werde, wenn es geht. Muss gerade durchschauen. Liste ist ganz schön vollgepackt, genau. Er war es, ist leider verletzungsanfällig auch, aber guter Backup-Stürmer ist ein Engländer. Den werden wir mal kontaktieren. Jo, wie man sieht, 13.000 Gehalt, Deal ist perfekt. Und hat uns letzten Endes kein Geld gekostet. So. Wir lassen José Mourinho mal zu uns kommen. Dann, wir möchten eine Tankanger verpflichten. Und wir schauen mal. Oh, 7,8 ohne Ablöse. Dann lass uns doch 7,3 machen, komm. Anschlag. Ah, komm. 7,6. Jetzt sei nicht so hartnäckig. Das gibt's doch nicht. Er will unbedingt die 7,8. Meinetwegen, dann kriegst du die. So. Müssen wir ihn nur noch davon überzeugen. Sollte nicht ganz so schwer sein. Ja, und das Schöne ist, der weiß auch direkt, was er möchte. Und damit haben wir einen neuen Innenverteidiger. Wir haben ein Angebot von DC United gekriegt. Das ist eigentlich schon fast dreist. Die haben uns den Spieler geboten. Plus 29 Millionen. Und hier steht aber, der Marktwert zwischen 55 und 81 Millionen, könnte ich einen besseren Deal aushandeln. Wir logischerweise ablehnen. Das kommt nicht in Frage. Ja, sehr schön. Wir verpflichten André. Werke 74 und kostet uns nichts. Ja, seht euch an, mit wem wir gerade hier verhandeln. Das wird unser letzter Transfer jetzt hier für heute. Ich hoffe, dass das auch klar geht. Baby bei Sunderland. Komm, letzte Station. Ich biete mal 15. Achtzehn. Einstiegsbonus. Ja, vollkommen okay. Mein Gott. Lohnmäßig sich nochmal verbessert. Und damit verpflichten wir eben auch nochmal Pepe mit einer Stärke von 79. Und der andere kommt von ablösefrei 74. Ja, haben wir unseren Kader, glaube ich, gut verstärkt. Und geht dem ersten Ligaspiel nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Tanganga. Ach, ich freue mich. Das wird richtig klar. Hier ist unser Backup-Stürmer. Schön. Und Pepe wird auch direkt aufgestellt.
29, 26. Okay. Sorry, aber. Ah, Tanganga lasse ich nochmal auf der Bank. Beziehungsweise eventuell mache ich das so. Nein. Könnte auch links spielen oder rechts. Das ist schon mal sehr schön. Machen wir noch so. Defensives. Das machen wir so. Und Schuster wird eingewechselt. Also wir können auf jeden Fall ordentlich noch was hier machen. Das passt schon. Ja, damit beende ich dann diese Folge. Ich sage tschüss und ciao. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.